www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ich begrüße euch hier zur ersten Punktspiel-Spieltagspressekonferenz im Hotel Dormero. Und zwar geht es um den 20. Spieltag, der für uns bestritten wird am Mittwoch, den 13. Februar um 20.15 Uhr in der Sparkassenarena in Kiel. Und Gegner ist kein anderer als der THW. Ja, zum THW eigentlich gar nicht viel zu sagen. Am Wochenende haben sie mit 40:29 beim IK Seehof in der Champions League gewonnen. Haben das Final Four letzte Woche erreicht gegen Minden und bisher stehen sie auf dem zweiten Platz mit 5 Minuspunkten. Ja, ich denke, Christopher, grüße dich an der rechten Seite. Wie immer, wir brauchen über die Individualisten des THWs eigentlich kaum heute zu sprechen. Wir wissen, dass der THW alles Weltklasse-Spieler hat. Traust du deinem Team eine Überraschung in Kiel zu? Ja, das traue ich meinem Team natürlich immer zu, weil wir in der Vergangenheit auch schon sehr gut gespielt haben. Aber das ist natürlich vor der MC-Messung lange Zeit keinem Team gelungen, dort zu bestehen. Wir wollen natürlich alles tun, es zu schaffen, aber man muss die Chancen realistisch einschätzen und sicherlich ist das im Moment eine sehr schwere Aufgabe gegen den THW. Also Spieler wie Zeitz oder Jicher, die kann man natürlich schwer ausschalten. Wie gehst du als Trainer daran? Sagst du, spielen wir da irgendwie auf Lücke und sagst du, Mensch, den Spieler können wir nicht ausschalten, wir konzentrieren uns lieber auf den Spieler. Wie gehst du daran, um deine Mannschaft einzustellen? Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man muss stärken und vielleicht super stärken, so kann man es vielleicht vergleichen, beim THW miteinander vergleichen, dann überlegen, wo kann man bestimmte Dinge vielleicht zulassen, andere nicht. Wir haben uns angeschaut, welche Spieler welche Bewegungen am liebsten machen und am stärksten machen und haben dann geguckt, wie können wir die verteidigen. Da sind wir jetzt gerade bei der Vorbereitung dabei und dann ergeben sich sicherlich Dinge, die sie aus der Bewegung nicht machen können. Und das versuchen wir natürlich offen zu lassen. Insofern, man setzt da nicht auf Lücke, das kann man nicht, weil wenn man das zu klar und zu offen macht, dann ist es für eine Weltklasse-Mannschaft wie den THW eben ganz leicht, diese Überzahl zu nutzen. Aber wir haben uns Plan zurechtgelegt und der hängt viel damit zusammen, dass wir eben auch gute Abwehrqualität haben können. Und dann schauen wir mal, ich bin zuversichtlich, dass es nicht unmöglich ist, da mitzuspielen, ob man da gewinnen kann. Das hängt von vielen Dingen im Spiel, auf die man jetzt vorab schwer nur antizipieren kann. Auf der Homepage vom THW Kiel wird von unserer Mannschaft von einer schweren Hürde gesprochen. Siehst du das auch so? Dass es für Kiel eine schwere Hürde ist, gegen uns zu gewinnen? Ja, es ist erstmal schön, dass die Kieler das so veröffentlichen, dass wir eine schwere Hürde für sie sein könnten. Ich glaube, für Kiel ist der Gegner wahrscheinlich weniger das Problem, sondern der enge Terminplan. Das heißt, die haben jetzt am Wochenende gespielt, die spielen gegen uns am Mittwoch, die spielen am Wochenende darauf wieder. Das heißt, die haben nur englische Wochen und sie haben jetzt am Wochenende in Seehof schon mit Spielern gespielt, die gegen uns vielleicht nicht ganz so oft oder wenn die gut sind, nicht so viel auflaufen werden. Das heißt, sie versuchen schon zu schonen, aber natürlich im zentralen Bereich wird es für sie auch schwer werden, diese Spiele zu schonen. Das ist eine Kraftfrage. Für uns ist es halt eben wichtig, lange Zeit dran zu bleiben an der Mannschaft, die natürlich zu Hause auch mit 10.200 Zuschauern im Schnitt im Rücken eher sehr mutig und angriffslustig agiert. Aber wenn sie sicherlich Schwierigkeiten haben, dann könnte die Kraft eine Frage werden, die vielleicht das Spiel auch entscheiden kann, aber ich denke, das wird sich erst auf 45 Minuten des Spiels entscheiden und wenn es da schon entschieden, dann wird da keiner mehr drüber reden. Im Hinspiel haben wir eigentlich ganz gut ausgesehen.
und letztlich dann aber 30-36 mal nicht verloren. Sigurdsson hat uns 9 Tore eingeschenkt, viele auch durch schnelle Gegenstöße. Ist das auch gerade vielleicht ein Ansatz für unsere Mannschaft, wenig Fehler zu machen, damit die keine schnellen Gegenstöße machen können? Ich würde es eher anders formulieren. Also der Sigurdsson hat einfach sehr gut getroffen, das ist auch ein Weltklasse-Spieler, da muss man nicht drüber reden, aber beispielsweise hat ja Lindberg gegen uns im ersten Spiel auch sehr viele Tore geworfen. Wir haben es geschafft, ihn im nächsten Spiel sehr gut zu verteidigen, im letzten Pokalspiel. Vielleicht schaffen wir das gegen Sigurdsson wieder. Wichtig war eigentlich, im Hinspiel haben wir in entscheidenden Phasen klare Chancen nicht genutzt. Darum geht's. Wenn wir die nutzen können, gibt es erstens keinen Gegenstoß, zweitens ein Tor für uns, drittens keinen größeren Abstand, sondern einen geringeren Abstand. Das sind so Fragen, wo die Qualität auch unserer Abschlüsse gefragt ist. Da werden wir natürlich in Kiel noch viel mehr gefordert werden als zu Hause. Aber das ist eben unsere Aufgabe, und wenn wir beweisen wollen, dass wir das können, dann haben wir am Mittwoch die Gelegenheit dazu. Ja, das zunächst zu meinen Fragen. Jetzt bitte ich euch, Fragen zu stellen. Wie sieht es personell aus? Ich gehe davon aus, dass bis auf Mario Klösner und Nina Pojesevic sowie Gustav Rüdergaard alle Spieler fit und dabei sein werden. Und jetzt hatte Trabasic eine leichte Verletzung des Knöchels, die ist aber ausgeheilt, er wird heute wieder normal trainieren können, sodass ich davon ausgehe, dass wir mit einer schlagkräftigen Truppe in Kiel auflaufen können. Ob dann jemand von den jungen Leuten mitkommt, das wird sich heute und morgen im Training entscheiden. Freddy Repke und Henrik Pollis bewerben sich da um die Plätze. Und ich werde dann abhängig von der Qualität der Trainingseinheiten heute und morgen entscheiden, ob ich sie mitnehme. Ihr hattet ja jetzt eine noch sehr schöne Winterpause, ein bisschen Erholung geholt. Letzte Woche der erste Prüfstand mit dem Pokalspiel. Was nimmst du an Erfahrung aus dem Spiel in Hamburg jetzt mit für das Spiel nach Kiel? Jubelnde Gesichter des HSV nach einem Sieg gegen uns. Das ist für uns schon eine Bestätigung. Ich hätte mir natürlich auch noch was anderes erhoffen können. Das haben wir nicht umsetzen können. Wir haben gesehen, dass wir sehr nah dran waren, den HSV zu schlagen. Aber wichtig ist einfach, diese Mannschaften freuen sich schon, gegen uns zu gewinnen, weil sie auch wissen, dass wir sehr viel näher rangekommen sind. Wenn ich am Mittwoch jubelnde Gesichter des THW bei einem Sieg über die TSV sehe, dann bin ich zwar nicht zufrieden, weil wir dann auch nicht gewonnen haben, aber dann weiß ich, dass auch die damit gerechnet haben, dass es so schwer wird und am Ende glücklich sind zu gewinnen. Mehr kann man für einen Verein sich nicht erhoffen, wenn nicht der Sieg das größte Ziel wäre. Aber den kann man ja nicht überreichen. Wie weit ist Gustav? Bei Gustav ist es jetzt so, der kann jetzt schon alles machen, aber eben noch nicht den Ball in die Hand nehmen. Das Problem ist bei dieser Verletzung, bei dieser beim Auskugeln des Gelenks ist es halt sehr großes Risiko, wenn das operativ wieder gestellt wird, dass man da wieder einen Schlag drauf bekommt. Dann kann das sehr langfristig und nicht reversibel zerstört werden. Das heißt, wir müssen da genau darauf achten. Es ist die Wurfhand und es ist auch die Hand, mit der er in der Abwehr halt sehr viel gegen den Abwehrspieler, gegen den Angreifer agiert. Da werden wir kein Risiko eingehen. Also für dieses Spiel kommt er nicht in Frage. Auch für Neuhausen sehe ich ihn noch nicht. Und danach haben wir wieder 10 Tage Zeit. Und dann denke ich, wird er wieder für uns auflaufen. Expertenfrage. Wird der THW die Löwen noch verdrängen vom ersten Platz? Ich gehe davon aus, dass die Kieler die Löwen verdrängen werden, aber nur wenn sie uns am Mittwoch schlagen. Vielleicht nochmal ein Ausblick jetzt auf die Rückrunde, die jetzt ja quasi vor uns liegt. Frank Carstens hat mal vor Weihnachten in einem Interview gesagt, dass sich das alles an der Tabellenspitze und im ersten Drittel wieder nivellieren wird. Also die Teams, die dort in der Hinrunde sich platziert haben, werden wieder da landen, wo sie normalerweise zu erwarten sind. Siehst du das ähnlich, erstens, und zweitens, wo siehst du euch nach dieser für euch famosen Hinrunde am Ende dieser Saison?
Also ich kann natürlich die Aussagen anderer nicht kommentieren, wenn ich das Interview nicht gelesen habe. Insofern kann ich nur sagen, ich gehe einfach davon aus, dass sich die Qualität nach 19 Spielen ausgedrückt hat. Dann gibt es natürlich noch eine Menge Rückrundenspiele, die gespielt werden müssen. Aber wir haben aus meiner Sicht nicht zufällig dieses Ergebnis mit dem fünften Platz erreicht, sondern wir haben die Qualität auf verschiedenen Bereichen sehr stark erhöht. Und in der Rückrunde haben wir sehr viele Spiele zu Hause, die wir gewinnen können und auch einige Auswärtsspiele. Und wir haben auch ein bisschen was gut zu machen in Spielen, wo wir vielleicht Chancen gehabt hätten zu gewinnen, sie aber nicht genutzt haben. Und dazu gehören auch diese Heimspiele gegen Kiel, HSV und die Rhein-Neckar-Löwen. Hört sich jetzt vielleicht vermessen an, aber das waren Spiele, wo ich Chancen für uns gesehen habe, die wir nicht genutzt haben. Es ist mir eigentlich auch egal, ob das von den anderen erwartet wird oder nicht. In der Rückrunde gilt es, das zu bestätigen, vielleicht Chancen zu nutzen, wenn man sie bekommt. Und der erste Schritt war das Spiel in Hamburg. Denn bei allem, was man vielleicht erwarten kann von uns, muss man auch sagen, in Hamburg, gegen Hamburg zu spielen, auf dem Weg zum Final Four, wo alle wissen, da muss Hamburg dran teilnehmen und das für die Hamburger auch die Rettung der Saison bedeutet, ist es natürlich unglaublich schwer, dann auch so ein Spiel zu gewinnen. Aber es gibt noch ein Spiel in Hamburg in 2 Wochen, es gibt Spiele jetzt in Kiel, es gibt Spiele in Rhein-Neckar-Löwen und da gilt es einfach für uns auch, sich zu erinnern, was haben wir gut gemacht in der Hinrunde. Und ich glaube, wenn wir uns daran erinnern können, dann wird es uns nicht schwerfallen, eine sehr gute Rückrunde zu spielen und dann wird sich einiges möglicherweise nivellieren, aber nicht unser Ergebnis. Dann vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf Neuhausen. Bisher 2200 verkaufte Karten. Wir hoffen also sehr stark auf die Unterstützung unserer Zuschauer, die gesehen haben, wie stark wir jetzt sein können. Und das wollen wir natürlich auch am Mittwoch sein und das wollen wir auch am Samstag sein. Und da hoffen wir auch auf die hannoverschen Zuschauer, die uns da unterstützen. Und nochmal der Ausblick auf die 3:2 Aktion. Im März werden wir eine Aktion machen in den Heimspielen gegen Melsungen, Wetzlar und Lemgo. Alle 3 Spiele sind zum Preis für 2 Spiele anzuschauen. Alle weiteren Informationen können Sie auf unserer Homepage bzw. auch in den Vorverkaufsstellen erhalten. Das Ganze geht jetzt schon los, also die Karten können jetzt schon gekauft werden. Ja, wenn dazu sonst weitere Fragen überflüssig sind, dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch einen guten Weg in die Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Danke. www.zweitewelle.de Das unabhängige Handball-Online-Magazin.